Das Abraham-Abkommen vom 15.09.2020. Immer noch brandaktuell, aktueller als du meinst. Immer wieder erwähne ich in anderen Videos das sogenannte Abraham-Abkommen. In diesem Video möchte ich erklären, was es damit auf sich hat. Das Originalvideo hatte ich vor 2 Jahren an Yom Teruah hochgeladen, um geistig gesehen Lärm zu blasen. Jeder, der ein Nachfolger Jeschuas ist, befindet sich ab Tag 1 in einem geistlichen Krieg. Und jeder, der ein Nachfolger Jeschuas ist, wird das sofort bestätigen können. Heute gibt es ein Update von diesem Video und ein Reupload. Anlässlich des Abraham-Abkommens vom September 2020 wurde diese Münze geprägt, die ich hier links im Bild eingeblendet habe. Diese Seite der Münze habe ich euch in anderen Videos bereits gezeigt. Mittlerweile habe ich ein schärferes Bild der gesamten Münze und ich weiß auch, was sich auf der anderen Seite der Münze befindet. Ich werde später in diesem Video darauf nochmals ausführlich zu sprechen kommen. Ja, also nochmals die Frage, was hat es mit dem Abraham-Abkommen auf sich? Schau mal, was du als Ergebnis bekommst, wenn du in der Google-Suchmaschine Abraham-Abkommen eingibst. Ich habe es nicht mal richtig geschrieben, aber schau mal, was du da findest. Ich habe mal den ersten Auszug aus Wikipedia geöffnet und euch hier eingeblendet. Friedensvertrag zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Vertrag des Friedens, der diplomatischen Beziehungen und der vollständigen Normalisierung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Staat Israel, auch Abraham-Abkommen genannt, wurde am 15. September 2020 vor dem Weißen Haus in Washington D.C. vom israelischen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und dem Außenminister der Emirate Abdullah bin Said Al-Nahyan in Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet. Zeitgleich erfolgte ein Friedensvertrag zwischen Israel und Bahrain durch Außenminister Abdulatif bin Rashid Al-Sayana. Und so weiter. Ihr könnt es selber nachlesen. Ihr findet es, wie gesagt, auf Wikipedia. Ein längerer Artikel, den könnt ihr selber nachlesen. Mir ist klar, dass diese Seite nicht neutral ist, sondern gefärbt. Aber da könntet ihr nachlesen, was es mit diesem ganzen sogenannten Friedensvertrag hier auf sich hat. Bevor ich hier zur nächsten Folie komme, zeige ich euch noch etwas anderes, was man hier auch auf dieser Seite findet. Schaut mal, was ich hier rot eingekreist habe. Mach dir deine Gedanken dazu selbst. Ich habe hier einen interessanten Artikel auf Englisch gefunden mit dem Titel The Abraham Accords are a Sanctification of God's Name. Auf Deutsch, Abraham-Abkommen sind eine Heiligung von Gottes Namen. Ach, wirklich? Ich habe euch den Artikel auf Deutsch übersetzt. Natürlich versteht es sich von selbst, dass dieser Artikel nicht meiner Meinung entspricht. Nachfolgend die Übersetzung dieses Artikels. Bitte beachte unbedingt, dieser Artikel entspricht nicht meiner Meinung, es ist lediglich die Übersetzung des Artikels. Vielen erscheint die Aussicht auf die Errichtung eines langfristigen, sicheren und geschützten Nahen Ostens bestenfalls unhaltbar und schlimmstenfalls illusorisch. Diese Pessimisten charakterisieren die Situation oft als zu verbittert, zu unbeständig und zu historisch verwurzelt, um jemals einen echten regionalen Frieden zu erreichen. Und dann gibt es diejenigen unter uns, die eifrig nach Anzeichen dafür suchen, dass eine bessere Welt entstehen könnte, und alles tun, was wir können, um diese bessere Welt Wirklichkeit werden zu lassen.
Wir sehnen uns nach Frieden und kooperativem Geist, nach Stabilität und Verständigung. Und wir tun alles, was wir mit unseren eigenen, einzigartigen Fähigkeiten tun können, um diesen Frieden herbeizuführen. Mit der Unterzeichnung des Abraham-Abkommens in dieser Woche, des historischen Friedensabkommens zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Israel und dem Königreich Bahrain, bekräftigen und stärken wir diesen Traum. Die Zwillingsabkommen, die gestern im Weißen Haus unterzeichnet wurden, verleihen dieser Vision historische Substanz, indem sie Teile davon tatsächlich verwirklichen. Benannt nach dem Patriarchen aller drei großen monotheistischen Religionen, sind die Abraham-Abkommen ein Beispiel für den gemeinsamen arabischen und israelischen Wunsch nach Stabilität, Zusammenarbeit und Koordination gegen das iranische Regime. Im Zuge der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen werden die Nationen, die in dieser Woche diesen mutigen Schritt nach vorne gemacht haben, Botschaften und Botschafter austauschen. Sie werden auch eine Zusammenarbeit auf breiter Front und in einem breiten Spektrum von Bereichen wie Tourismus, Bildung, Gesundheitswesen, Handel und Sicherheit beginnen. Jetzt ein Kommentar meinerseits zu diesem Text. Es geht mal hier nur um diesen einen Satz, den ich grün gemacht habe, obwohl man hier eigentlich den ganzen Text auseinanderlegen könnte. Also Sie schreiben hier benannt nach dem Patriarchen aller drei großen monotheistischen Religionen, bla bla bla. Ja, hier erstmal eine Warnung. Achtung, eine Weltreligion. Sie wollen ja eine Weltreligion installieren. Ich kann nur vor dieser einen Weltreligion warnen. Und jeder ist selber schuld, wer da mitmacht. Und außerdem hat Vater Abraham, der Vater des Glaubens an Jehova, mit allen drei Religionen überhaupt nichts zu tun. Abraham hat Jehova geglaubt und hat getan, was Jehova ihm gesagt hatte. Ein weiterer Kommentar meinerseits zu diesem Text. Unten habe ich es grün gemacht, was ich meine. Sie sehnen sich nach Friede und Sicherheit. Ja, es steht geschrieben, und wenn Sie sagen werden, Frieden und Sicherheit, dann wird das Verderben über sie hereinbrechen und sie werden nicht entfliehen. Siehe 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Einige von euch werden Steven Benon kennen von Israeli News Live. Dieser war einst bei Chabad Lubavitch Mitglied. Gemäß seiner Aussage trat er dort aus, als er verstand, was das wirklich für eine Organisation sei. Ich gehe nicht mit allem konform, was Steven Benon sagt, schon lange gehe ich nicht konform mit allen seinen Bibelauslegungen. Hier gilt, prüfe alles und das Gute behalte. Es geht mir hier darum, dass Steven Benon viel Hintergrundwissen über Chabad Lubavitch hat und dies offenlegt. Auf seiner Website Israeli News Live gibt er viel Hintergrundwissen über diese Chabad Lubavitch und auch darüber, warum genau der Papst Papst wurde etc. Wer sich dafür näher interessiert, der kann ja gern mal auf seiner Website vorbeischauen. Als ehemaliger Insider sagt Steven Benon, dass der Papst seine Idee längst aufgegeben hätte, der sogenannte Stellvertreter Christi auf Erden zu sein.
Vielmehr hätte sich der Papst den israelischen Rabbis zu Füßen gelegt und folge seit einiger Zeit nun auch den noahidischen Gesetzen. So viel geht seit Jahren und Jahrzehnten vor sich, und sowohl die Mainstream-Medien als auch die sogenannten aufgewachten alternativen Medien schweigen darüber. Stattdessen wird zäh rauf und runter wieder gekäut, und mit allerhand anderem irrelevantem Quatsch werden die Menschen möglichst beschäftigt gehalten. Aber das, was da im Hintergrund vor sich geht, darüber berichtet fast niemand. Nachfolgend lese ich euch ein Zitat von Stephen Bannon, was ich für euch auf Deutsch übersetzt habe. Ich habe dieses Zitat von seiner Website, und wer sich hier näher für dieses Thema interessiert, der kann ja selbst mal auf seiner Webseite forschen. Also das Zitat. Übrigens war Kardinal Berg, entschuldigen Sie, George Bergoglio war auch bei diesen Noahide-Kursen von Rabbi Riskin anwesend. Und Sie werden im Laufe der Zeit noch etwas mehr über Rabbi Riskin erfahren, und ich muss meiner Frau, Jana Bannon, wirklich für einige dieser unglaublichen Nachforschungen danken, die sie angestellt hat und die tatsächlich zu dieser Offenbarung inspiriert haben. Und ich kann Ihnen einige Geschichten erzählen, die bis in die 90er Jahre zurückreicht, als ich Mitglied der Chabad-Organisation war, obwohl ich an Jeschua glaubte. Wissen Sie, ich wollte wirklich versuchen, meinem Volk zu helfen, Jeschua als den Messias zu erkennen. Dies, wie gesagt, das übersetzte Zitat von Stephen Bannon. Zurück zum Abraham-Abkommen. Dieses wird extrem gehypt. Zitat Donald Trump: A much bigger deal. Much more important deal, it would take in many, many countries and it would cover a very large territory. Auf Deutsch eine viel größere Sache, eine viel wichtigere Sache, es wird viele, viele Länder einbeziehen und ein sehr großes Gebiet abdecken. Anlässlich des Abraham-Abkommens gibt es hier sogar eine neue Tempelmünze. Lange war über diese Münze wenig bis gar nichts im Netz zu finden. Oder sagen wir es anders, ich habe lange Zeit über diese Münze überhaupt nichts gefunden. Mittlerweile haben sie sogar eine eigene Website, über welche sie diese Münzen verkaufen. Hier eine Warnung: Ich würde mir niemals eine solche Tempelmünze kaufen. Sie kommt vom Antimessias und ist somit Satans Anbetung. So, bisher war mir ja nur die Rückseite dieser Münze bekannt, aber hier tatsächlich die Vorderseite. Auf der Vorderseite sind die Flaggen von Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten abgebildet, dazu darunter Jerusalem und Abu Dhabi. Diese sollen zu einer symbolischen Einheit verschmelzen. Unten noch ein Adler mit Ölzweig und Pfeile. Und das Siegel des Präsidenten der USA. Was für eine Lästerung. Nun zur Rückseite dieser Tempelmünze zum Abraham-Abkommen. Auf der Website templecoins.com kann man ihre heuchlerische, komplett verdrehte und total verlogene Auslegung nachlesen. Sie geben der Welt also eine Interpretation ab, wie man die Symbole angeblich zu verstehen hätte. Ach ja, und angeblich wurden sie ja vom Propheten Jesaja inspiriert. Alles, was ich hier in Rot geschrieben habe, ist der Text, den ich von ihrer Website entnommen habe, also ihre Interpretation. Sie beziehen sich auf Jesaja 2, Vers 4. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden. Das Schwert verwandelt sich allmählich in Symbole für Frieden, Wohlstand, Landwirtschaft und technologischen Fortschritt. Ich lese weiter von ihrer Website bezüglich ihrer angeblichen Bedeutung, mit dem Warnhinweis auf die eine Weltreligion.
Denn ich werde dir an diesem Ort ewigen Frieden geben, fassen die zentralen Lehren des Glaubens zusammen. Abraham, Judentum, Christentum und Islam. Dass man die moralische Pflicht hat, Frieden zu suchen und anzunehmen. Die Unterschrift von Donald Trump, ohne dessen unermüdlichen Einsatz der Abraham-Akkord nicht möglich gewesen wäre, rundet das Design der Rückseite ab. Heftig? In der Tat. Angebliche Symbole des Friedens mit der Spritze? Überlegt selbst, macht die Augen auf, dann seht ihr, was sie tatsächlich bewirkt. Ja, überall wird ja auch jetzt dieses plötzliche und unerwartete Herztote thematisiert. Hier ist ein Herz abgebildet. Sie wussten es. Dient das zum Frieden? Überlegt selbst, ob Chemtrails gut oder schlecht sind. Ob das tatsächlich ein Fortschritt ist. Überlegt selbst, ob es toll ist, dass überall diese Masten stehen, wo die Leute müde werden, Kopfschmerzen bekommen, nicht mehr klar denken können, etc. Überlegt selbst, ob das gut oder schlecht ist. Es ist also das komplette Gegenteil dessen, was sie vorgeben. Ja, und übrigens noch etwas, die Sache mit diesem sogenannten Friedensvertrag ist nicht biblisch, sondern eine weitere Verdrehung, weil man die Schrift falsch auslegt. Sie verdrehen komplett alles. Es ist mehr als haarsträubend. Diese Münze fasst so ziemlich alles zusammen, was weltweit global gerade vor sich geht und zeigt gleichzeitig auch, von welchem Ort aus das alles kommt. Und wenn noch irgendjemand behauptet, Donald Trump könne nicht der Antimessias sein, weil er ja von ihnen nicht akzeptiert würde, der kann ja selber sehen, wer hier unterschrieben hat auf dieser Münze. Auf einer Tempelmünze von Jerusalem. Hier noch eine andere Tempelmünze, die sie übrigens für umgerechnet 66 Franken verkaufen. Es gibt noch weitere Tempelmünzen, ebenfalls mit dem Preis von umgerechnet 66 Franken. Sagt eigentlich schon alles. Außerdem beachte man auch den Schriftzug am Rand der Münze hier. War of the Sons of Light against the Sons of Darkness auf Deutsch. Krieg der Söhne des Lichts gegen die Söhne der Dunkelheit. Also eine offizielle Kriegserklärung. Jetzt kann man sich nur die Frage stellen, an wen? Frage: Auf welcher Seite stehst du? Du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder stehst du auf der Seite von Jehova und seinem Sohn Jeshua, oder du stehst auf der Seite von Satan. Du kannst nicht sagen, weder noch. Wer den Messias ablehnt, hat sich bereits entschieden, und zwar für die Verdammnis. Übrigens, die Hölle ist real und ewig. Du brauchst mir das nicht zu glauben, aber sei nicht überrascht, wenn es zu spät ist. Ich will dir keine Angst machen. Ich will dir nur aufzeigen, wie du gerettet werden kannst. Der Einzige, der gut ist, ist Jehova. Jeshua ist der einzige Messias. Er starb vor über 2000 Jahren am Kreuz, stellvertretend für unsere Sünden. Es war notwendig, dass er am Kreuz für uns starb. Keiner von uns ist selber gut und keiner kann sich selber retten. Auch nicht, wenn ihr euch millionenfach ohne Gott zusammenschließt, das wird euch überhaupt nichts bringen. Ohne unseren einzigen Messias Jeshua kann keiner gerettet werden. Jeshua ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater in den Himmel, nur durch ihn. Kehre um und tue Buße, glaube an den Messias Jeshua, er wird in den nächsten Jahren wiederkommen.